Das Regio TV Plus ist jetzt für euch unterwegs in Diegden und wir besuchen einen richtigen Familienbetrieb. Von Moos Stein. Vielleicht habt ihr schon mal etwas gehört davon. Und es ist klar, wenn es um Steinbildhauer geht, dann denkt jeder immer gerade an Grabstein. Aber ich habe Olga bei mir und sie ist im 2012. Was bist du genau gewesen? Lehrling des Jahres. Lehrling des Jahres gewesen. Und ich wollte mal schauen, was Olga denn in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Olga, wie ist es gegangen? Das Geschäft läuft, glaube ich. Ja, das läuft gut, ja. Viel passiert ist in diesen 10 Jahren. Ich bin mittlerweile dreifaches Mami von 3 lebendigen Buben und tue Geschäft und Familienleben unter einen Hut bringen, probieren bringen. Mit Jonglieren und allem geht das wunderbar. Und der Hilfe von meinen Eltern und meinem Mann, ja. Gehen wir ein bisschen auf die Kunst ein, die hinter diesem Metier steckt. Auch ein Grabstein hat sehr viele Ornamente. Aber wir haben jetzt gerade ein super Beispiel hinten dran. Ich habe mich vorher gefragt, was macht ihr mit so einer riesigen Platte hier? Erzähl doch mal schnell, was gibt denn das? Man sieht da drinnen, wie wir am Bearbeiten sind. Das gibt ein Dorfbrunnen von Läufelfingen, vom ehemaligen Cholera-Areal, das neu überbaut wird. Und der besteht aus den 4 Segmenten, also das ist eins davon. 4 Segmente, wo wir einen Brunnenstock dazu machen, wo eine bestehende Barbara reinkommt, also das Gesicht von einer bestehenden Barbara. Die ist die Schutzgebende von den Tunnelbauer und glaube, Minenbetrieb. Oder? Und unten im Brunnen innen kommt das Negativ vom Gesicht, beziehungsweise das Positiv vom Gesicht, die Spiegelung, die auch ein bisschen in die heutige Zeit hineinspiegelt. Schaffst denn du mit jedem Stein? Kann man jeden Stein bearbeiten? Oder sind das nur ein paar verschiedene Materialien, die du brauchen kannst? Ja, das variiert ein bisschen. Es gibt, die Qualität muss schon gut sein für einen Bildhauer. Es kommt ein bisschen darauf an, was man macht. Wir haben hier hinten auch so Bruchrohrstücke. Das ist auf seine Art und Weise charmant, um etwas zu reinmachen. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, was. Das reinkommt, etwas Feines oder etwas, was für einen Charakter das es haben soll, was es ausdrücken am Schluss. Da kann man theoretisch schon viel bearbeiten. Ja. Wie wichtig ist denn da jetzt die Hilfe und das Dabeisein von den Eltern? Sie, die 2 langjährigen Profi in diesem Segment, kommt auf dem Vater an mich auch noch, du schaust mal genau an, macht man vielleicht anders. Schaffen wir da zusammen miteinander? Ja, es war sicher ein Prozess, auch nebeneinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten, dass jeder auf seinem Gebiet wahrgenommen wird und darf ausleben, so wie er es auch gewohnt ist zu arbeiten. Wir reden uns hier nicht so drin, wir probieren mehr voneinander zu lernen. So wie ich von ihm, seiner langjährigen Erfahrung und viel Wissen, so auch, glaube er, auch von mir, von einer anderen Generation her, wo ich halt komme und das reinbringe. Ja, das entsteht ein schöner Reichtum. So. Noch zum Abschluss, was ist aufwendiger, wenn du so etwas machst, wie zum Beispiel der Brunnen? Ist es die Planung, ist es die Vision, die Zeichnung oder ist es nachher an dem harten Material, das rauszuschaffen? Das Schöne am Selbstständigsein ist genau das, dass eben der eine zum anderen Teil dazukommt. Also, dass es nicht nur ein Ausführen ist, nicht nur ein am Tisch sitzen und planen, sondern dass der Beruf Bildhauerei besteht aus so vielen verschiedenen Bestandteilen. Und genau das wertschätze ich so an diesem Beruf. Das macht es einfach, jeder Tag ist anders, jede Arbeit ist anders. Und jede Arbeit kann ich total alles reinbringen, was ich reinbringen will.